Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, schon wieder werden Wohnungen in Berlin aus öffentlicher Hand zum Höchstpreis verhökert. Diesmal ist es aber nicht der Berliner Liegenschaftsfonds, nein, der Bund mit seiner Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, will den maximalen Profit rausholen. Wohnungen, die vor allem bezahlbar sind, Vermieter mit kleinem Geldbeutel, werden in Berlin aber doch dringend gebraucht. Es ist also höchste Zeit, dass SPD und CDU im Bund und in Berlin dieser schädlichen Geschäftspraxis einen Riegel vorschieben. Um was geht es? Der Bund besitzt über 5.000 Wohnungen im Land Berlin und 1.700 dieser Berliner Wohnungen soll die BIMA in den nächsten Jahren zum Höchstpreis versilbern. Denn die BIMA steht unter Druck des Bundesfinanzministers, der 400 Millionen Euro im Jahr durch den Verkauf öffentlicher Bundesliegenschaften erzielen will. Aktuell stehen einige dieser Häuser, zum Beispiel in der Groß-Görschen und in der Katzlerstraße in Schöneberg, aber auch in Mitte zum Verkauf. Herr Senator Müller, Sie haben in den letzten Tagen die BIMA zu einem Umdenken aufgefordert und eine Abkehr vom Höchstbieterverfahren gefordert. Das können wir nur unterstützen. Und mit diesem Antrag wollen wir Ihnen heute auch ein paar konkrete Aufträge mit auf den Weg geben. An dieser Stelle will ich auch der GEWOBAG dafür danken, dass sie den Versuch auf Bitten der Mieter und der Baustadträtin aus Schöneberg, Frau Klotz, unternommen hat, die Häuser in landeseigenen Besitz zu überführen. Und genau das fordern wir auch in unserem Antrag. Wir rechnen daher mit Ihrer Unterstützung. Bislang scheiterte jedes Übereinkommen mit der BIMA am Preis. Denn die BIMA kalkuliert den Verkaufspreis auf der Grundlage von leeren Wohnungen, die in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Dass in den Wohnungen aber Menschen leben, wird einfach ignoriert. Damit wird der Bund zum Mietpreistreiber und Verdrängungsmotor. Und diese Profitgier des Bundes schadet nicht nur Berlin, auch andere Städte sind betroffen. Und daher braucht es notfalls auch eine Bundesratsinitiative, um endlich einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Neubaupolitik der Welt hilft uns, wenn wir nicht den bezahlbaren Bestand an Wohnungen in Berlin langfristig sichern. Das ist nicht nur billiger, es geht auch schneller als Neubau. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich gegen Neubau sprechen will. Nein, ganz im Gegenteil. Die 1.700 Wohnungen, die jetzt durch den Verkauf verloren zu gehen drohen, sind genauso viele Wohnungen, wie der Senat in den nächsten 2 Jahren bauen lassen will. Nur damit die Dimension hier mal klar wird, über die wir reden. Was Sie also an der einen Stelle bauen wollen, wird an der anderen Stelle wieder eingerissen. Und um aus diesem Hamsterrad rauszukommen, müssen wir also endlich stärker den Bestand schützen. Deshalb, Herr Müller, Ihren öffentlichen Forderungen müssen jetzt auch Taten folgen. Und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und CDU, nehmen Sie auf Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde im Bund Einfluss. Pressearbeit alleine reicht da nicht aus. Konkrete Gesetzesänderungen sind nötig. Und liebe SPD, ich finde das zwar super, dass Ihre Genossen am Dienstag auf einer Demo gegen die BIMA mit uns mitdemonstriert haben, aber jetzt müssen Sie doch auch hinter Ihren Parteivorsitzenden sich stellen, ihn unterstützen, denn Herr Stöß teilt genau unsere Forderungen des Antrags. Wir alle müssen gemeinsam uns engagieren für den Erhalt der Berliner Mischung, für bezahlbare Wohnungen und eine nachhaltige Liegenschaftspolitik. Wir fordern in unserem Antrag die Große Koalition im Land auf, unverzüglich mit der Großen Koalition im Bund Gespräche aufzunehmen, um in einem ersten Schritt einen sofortigen Verkaufsstopp der BIMA zu erwirken. Und darüber hinaus brauchen wir auch einen Direktzugriff, damit möglichst viele der Wohnungen und Grundstücke in landeseigenen Besitz oder auch an Genossenschaften übertragen werden können. Wir müssen weg vom Verkauf zum Höchstpreis und hin zu Direktvergaben für Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt. Dafür muss unter anderem auch dringend das BIMA-Gesetz geändert werden. Dass das übrigens im Fall von Berlin auch schneller gehen kann, zeigt der Umgang der BIMA mit sogenannten Konversionsflächen, also zum Beispiel ehemaligen Kasernen. Denn ein Beschluss des Haushaltsausschusses hatte eine Direktvergabe zum Beispiel in Münster schon einmal ermöglicht. Voraussetzung dafür war, dass mit den Liegenschaften eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird. Angesichts des steigenden Defizits an bezahlbaren Wohnungen und einem Leerstand von nur noch 2% in Berlin kann der Handlungsbedarf selbst von der CDU nicht abgestritten werden.
Übrigens hat die BVV in Tempelhof-Schöneberg gestern auch durch alle Parteibänke hinweg das gestern beschlossen. Deswegen, SPD und CDU müssen endlich ihre wohnungspolitische Verantwortung wahrnehmen und nicht nur Ankündigungen machen, wie bisher bei der Mietpreisbremse. Seien Sie mutig, unterstützen Sie die Mieterinnen und Mieter und beweisen Sie, dass große Koalitionen auch Großes vollbringen können.